Moin zusammen, heute geht es mal um eine deutsche Serie. Ich weiß, auf meinem Blog geht es halt auch oft um amerikanische Serien. Aus dem einfachen Grunde, weil in den USA einfach mehr Geld in Serien investiert wird und da dann auch ein besserer Output zu erwarten ist. Das mag vielleicht auch an der Network-Struktur in den USA liegen. Naja, aber zum Teil gibt es in Deutschland ja durchaus auch Juwele und heute geht es um die Serie Lerchenberg. Ich bin Sascha Hehn, kapiert? Der unmöglichste Mensch, der mir je begegnet ist, der scheut echt vor nichts zurück. Saschas Comeback ist dem Sender ein echtes Anliegen. Bringen Sie endlich ein Format für Herrn Hehn an den Start. Inga Lindström. Bergdoktor. Wir machen eine Kochshow. Ein Fall für zwei. Habe ich da eben Traumschiff gehört? Das Traumschiff ist grenzwertig. Eine Doku-Soap. Ein Weihnachts-Special. Ich meine, worum geht's denn überhaupt? Dass ich Erfolg habe mit meiner Show, ne? Mit deiner Show! Hast du ein Problem? Schreien Sie! Warum willst du eigentlich von der Prominenz immer bis zur Peinlichkeit ausschlachten? Du hast mich in die Wohnung einer Psychopathin gelockt. Ich hab grad echt andere Probleme. Wir könnten den Mann bestechen. Also kommt ja überhaupt nicht in Frage. Mit der Einstellung werden Sie es beim ZDF nicht weit bringen, Sie bitte. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber wenn ich Sascha Hehn sehe, muss ich irgendwie immer an die 80er Jahre und die Schwarzwaldklinik und das Traumschiff denken. Ja, damals war er ja ein bisschen so der Sunnyboy, der Schwiegermutterliebling, wirklich der Star der Serien der 80er in Deutschland. Ja, dann ist es auch auf jeden Fall sehr lustig, mal diese Satire zu sehen und zu sehen, wie dieser fiktive, nicht fiktive Star versucht, sozusagen wieder auf den Bildschirm zurückzukehren. Sascha Hehn hat ja selber wirklich auch Probleme, sagen wir mal, einige Serienformate zu finden in den letzten Jahren. Jetzt hat er ja wieder auf dem Traumschiff angeheuert, aber nicht mehr als Steward, sondern als Kapitän. Gut, die Serie Lerchenberg lebt einfach von dieser Satire, von dieser Selbstironie, dass man dem ZDF nicht unbedingt zugetraut hätte und was wirklich sehr erfrischend ist. Wie gesagt, produzierend dafür verantwortlich war das kleine Fernsehspiel und die Leute rund um dieses Format sind eigentlich eher auch dafür bekannt, auch mal mutige Wege zu gehen. Chapeau, Hut ab dafür, fürs ZDF auch mal so selbstkritisch und selbstsatirisch damit umzugehen oder vielmehr mit den Strukturen umzugehen und ein solches Format zu wagen. Da kann ich nur sagen, wirklich mehr davon bitte. Wir sehen uns. Ciao.